Hallo. Wir fragen heute, wie die Menschen im Angesicht der Corona-Krise Weihnachten feiern. Ja, wir kommen mit dem einen Teil der Familie zusammen. Das heißt also eine Tochter mit ihren zwei Kindern. Letztes Jahr kamen die eben nicht wegen Corona. Dieses Jahr haben wir gesagt, nee, wir haben alle Voraussetzungen geschaffen. Also dreimal geimpft, also besser geht's ja gar nicht. Und ich habe auch keine Sorge vor diesem Omikron. Ich finde, das ist eine Sache, die wird mir zu sehr und zu schnell für ein Hoch gejubelt. Ja, also warten wir erstmal ab. Ich feiere zu Hause und Großverwandtschaft gar nicht. Das ist das zweite Weihnachten? Ja, das zweite. Ohne Familie. Die habe ich ausgeladen und von selber schon haben sie gesagt, wir kommen nicht. Also ich bin mit meinem Mann alleine. Anders geht's nicht. Die neue Variante, wenn die noch gefährlicher ist, dann heißt es wahrscheinlich noch straffer, das alles zu halten. Ich gehe davon aus, ein Lockdown wäre besser. Weil die Nichtimpfer, nicht die, die sich nicht können impfen lassen, die meine ich nicht, aber die da standhaft dagegen sind. Finde ich unmöglich. Und die Krankenhäuser wären voll. Ich denke mal, wir rasseln auf eine große Katastrophe zu. Ach, wie wir Weihnachten begehen werden. Ganz normal in der Familie. Ganz also normal, wir testen uns vorher und dann feiern wir Weihnachten. Essen schön. Und freuen uns an uns selber. Genau, wir sind alle geimpft, nicht? Wir sind alle geboostert und testen uns vorher und dann müsste, also nach Adam Riese, die Sache safe sein, ja? In der Familie. Und zu dem Treffen in der Familie gehört Besuch der Kirche, gemeinsames Kaffee trinken, beisammen sein, Abendessen mit Bescherung. So, und danach wird sich die Familie wieder aufteilen. Also wir achten drauf und wir kennen uns ja untereinander als Familienmitglieder. Wir sind alle, die Älteren dreimal geimpft, die Schüler eben zweimal und getestet in der Schule. Also wir achten darauf, dass alle sicher sind. Nein, also wir wissen durch unsere Enkeltochter, die eingesegnet worden ist und die also das angemeldet hat, dass wir als Familie kommen. Das sind also, jede zweite Reihe ist freigelassen und wir haben vorprogrammierte Sitzplätze, sodass Abstand gewahrt ist. Da machen wir uns keine Sorgen. Letztes Jahr war es ja auch schon so, also ist ja eher im Moment zumindest noch etwas lockerer. Und außerdem sind alle dreimal geimpft, also von daher. Wir sind nicht so die großen Familien-Weihnachtsfeierer, weil manche auch wegfahren oder so. Also insofern, ja, wir haben uns dann manchmal mit Freunden oder so getroffen zum Weihnachtsessen. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel anders als sonst. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also. Also besondere Sachen, da werde ich da nicht haben. Ne? Die sind alle durchgeimpft. Gott sei Dank. Da passiert nichts weiter. Ja, schön ist es nicht, ist klar. Ne? Also das ärgert mich natürlich auch. Und das wird ja wahrscheinlich noch länger dauern.